Okay, hier ist nix. Aber wir sollten hier auch die Augen offen halten nach Nautiluslöchern. Denn das könnte noch sein, dass hier was ist. So. Okay, kleiner Moment. So, okay, weiter geht's. Musste kurz was tun. Okay, gut, das hätten wir, diesen Teil. Dann schauen wir mal, was da drüben ist. Schätze mal, da vorne geht's weiter. Was haben wir denn hier? So. Genau so, nicht anders. Genau so werden die umgeklatscht. Okay. Ja, die haben kein Loot hier rumliegen, das ist nicht nett. Das gefällt mir nicht. Okay. Was ist das hier? Ach, okay, Nautilusloch. Aber lohnt sich das? Warte mal. Es könnte auch wieder sein, dass es nur dazu da ist, um einige Gegner zu überspringen. Das wäre möglich. Deswegen gehe ich erstmal hier weiter. Oder ist hier eine Falle? Ja, nee. Okay, du laufst auch seltsam. Ja, oh shit. Oh shit. Okay, wahrscheinlich um die zu überspringen. Denn das sind ganz schön viele. Nicht mehr genug Mana. Nicht genug Mana. Genau, und die geben gute Erfahrung. So, und ich wette, der klappt auch, wenn der Gegner tötet. Das heißt, er muss die alle umklatschen. Ja, okay. Ja, wahrscheinlich echt, um die zu überspringen, die meisten. Schätze ich mal. Ja. Genau. So, ja, der weiß, wie es läuft. Okay, habe es mir gedacht. Habe es mir gedacht. Mal von vorn. Nochmal von vorn. Okay, und wie schließen die das hier überhaupt ab? Und wie kann an dieser Truhe der Triebtrich funktionieren? Okay, ich sollte mich konzentrieren. Und keine Fragen stellen. So. Einfach hinnehmen. Okay. Tschüss. Okay, hier ist nix. Da vorne ist einer. Und hier keinen, okay. Wollte sagen, kein einziger Loot. So, Lebenskraft, okay. Tja, nehme ich mal mit. Okay. Dann komm mal ran hier. Na, den haben wir gekriegt. Schön. Wieder ein bisschen Obsidian. Okay, nicht mehr lange und dann können wir schmieden lernen. Mehr ist nicht zu holen. Nicht mehr lange, okay. Das nächste Level-Up haben wir bald. Und dann die nächsten drei Level-Ups. Für Schmieden verwenden. Und dann hätten wir das. Gut. So. Und dann mal schauen, vielleicht werde noch den Feuerball lernen. So. Okay, hier sind keine Ringe zum Benutzen. Zum Betatschen, okay. So, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Was ist denn hier? Da war wieder einer eingesperrt. Da waren welche eingesperrt. Genau. Okay, da ist noch einer. Der ist auch eingesperrt. Was machen die denn? Was machen die denn? Sind wohl alle hobbylos. Okay, das ging cool auf. Das ging echt cool auf. Ein Priester. Ja, du kommst du keine Zaubersprüche. Nee, nee. Genau. So, du schaffst das nicht. Und noch mal. Ja.
abgefahren. Ach komm schon. Abgebrochen. Geschafft. Na toll. Habe jetzt hier alles versaut, was versaut werden kann. Und der hat alles gesehen. Ach so ein Mist, verdammt. Boah, ist das peinlich. Ist das peinlich. Okay, 12 Fleisch. Interessant. Ach, jetzt habe ich... Ach man, ich loote immer zu schnell. Verdammter Mist. Manchmal bin ich einfach zu voreilig beim Looten. Okay, Nordosten-Tempel. Okay, und was habe ich hier noch erhalten? Verräterklinge. Ach, wieder zwei Händer, ernsthaft. Warum? Warum, Bastardschwert? Ach, warte mal. Mir kommt da gerade ein Gedanke. Aber bin ich sicher, ob das stimmt. Ich bin gerade echt nicht sicher, ob das stimmt. Aber ich glaube, sobald wir irgendwo hier sind, kann man auch lernen, Zweihandwaffen als Einhandwaffen zu nutzen. Der Gedanke kam mir gerade und dieser Seldrick. Oh, wir haben ihn schon gefunden. Okay, dann bleibt er noch da drin. Ich werde jetzt mal den Rest anschauen hier. Der Gedanke kam mir gerade. Okay, wenn das so ist, dann sollte ich zuerst mal Schwert lernen. Aber gut, andererseits, wir haben eh nur Magie. Wir haben eh nur Magie. Die Magie. Okay, hier ist nichts, aber das sieht seltsam aus. Na gut, aber da fehlt wahrscheinlich das da. Gut. Okay, hier ist nichts. Aber das könnte sein. Ja, aber der Gedanke kam bei mir jetzt sehr viel zu spät. Keine Ahnung. Ist schwer darüber nachzudenken. Okay, da können wir rüberschweben. So, das nehme ich mit. Ja, da ist ein Priester. Okay, warte mal, speichern. Gut, gehen wir den da besuchen. Mal schauen, was bei ihm so abgeht. Ich rühre mich nicht vom Fleck. Na gut so, guter Junge. Ganz brav. Ganz, ganz brav. Okay, einmal die 5. Dann kann's losgehen, du untoter Priester. Oder er ist untot. Okay, deswegen ist er hier, da wurde er ausgegrenzt. Als Untoter. Warum bist du gestorben und warum bist du wieder am Leben? Was ist mit dir passiert? Levitation, geil, fürs Zurückgehen. Das aber nett. Inferno. Okay, was ist das denn? Aber hört sich schon mal cool an. Lässt Feuer und Schwefel auf die Gegner herabregnen. Cool. Okay, das gefällt mir. Nice. Ein guter Zauberspruch. Ich rühre mich nicht vom Fleck. Ja, bleib da vorne, genau. Nicht zu mir hingehen. Guter Junge. Das kannst du folgen. Komm mit. Ist in Ordnung. So, komm wieder mit. Braver Junge. Hast noch ein Leckerli verdient. Aber nicht von mir. Es gibt Arbeit. Ja, der haut rein. So wird's gemacht. Genau, so nicht anders. Ich hab wieder zu schnell gelootet, aber er hat den Zellenschlüssel. Ich muss lernen, langsamer zu looten. Erst lesen, dann looten. So, was haben die denn hier drin? Na gut, das war jetzt überflüssig. Ich hätte jetzt hier schlafen können. Knochen, ach so. Warum nicht? So, noch mehr Knochen. Schade. Okay. Na, vielleicht ist hier noch ein Gefangener. Wäre möglich, wenn die hier durch die Gegend ziehen und
Leute einsperren. Das wäre möglich. Was steht da? Achso, okay. Okay, hier ist auch niemand. Tja, sieht nicht so aus. Glaube, die haben keine anderen Gefangenen mehr. Oder doch? Ach. Ja, wer ist das denn? Den können wir überhaupt nicht. Der Dog. Kein Ogre. Dog erwartet Schuppenmann, aber Mensch kommt. Warum kommt Mensch zu Dog? Keine Ahnung. Such den Druiden, das stimmt. Ich suche den Druiden. Du, Ruine? Druide, es heißt Druide. Ein Mensch, ein Mann, wohl ein Zauberer. Huark, Zauberer, Druide, Menschenmann, Eldrick. Na, genau den. Wo ist Eldrick? Schuppige holen Eldrick, Zaubermensch. Nicht wieder gesehen. Weißt du, wo man ihn hingebracht hat? Nein, durch die Wand? Schuppige bringen Dork auch durch die Wand. Durch die Wand? Ah, okay, ich weiß, was er meint. Ja, wir haben ihn schon gefunden. Durch welche Wand bist du gegangen? Wand im Gang hinter großem Raum. Schuppenmann zieht Ring und Wand geht auf. Aha. Und was war hinter der Wand? Böser Zauberer. Versucht Dork zu schmerzen, aber Dork stärker als Schmerz. Na, und deswegen bist du wieder hier hingelandet. Interessant. Was machst du hier? Schuppenmänner fangen Dork. Dork kämpft gegen Schuppige, aber zu viele kommen und sperren Dork ein. Dork hasst Schuppenmänner. Kann ich verstehen. Du bist frei. Mensch befreit Dork. Mensch Freund von Dork. Na, wir sind Freunde. Geil, wir haben den Ogre als Freund. Und der Tag wird immer besser. Okay, und er hat dir kein Lot, schade. Gut, einmal pennen. Mal schauen, wie er sich anfühlt als Gefangener. Auf ein Gefangenenbett. So, das war gar nicht schlecht. War gar nicht schlecht. Und er kam ja überhaupt nicht weit. So, er ist schon runtergefallen. Gut, das hätten wir. Tja. Dann können wir jetzt Eldrick befreien. Wir haben hier, na gut, fast alles erforscht. Aber ich glaube, das hier seht der Ausgang. So, aber gut. Es schadet nicht, den erstmal freizuräumen. Sicherheitshalber. Damit hier nichts passieren kann. Okay, ist doch hier nicht der Ausgang. Okay, irgendwo muss der Ausgang sein. Dann habe ich den wohl wieder übersehen. Na gut, laut meinen Erinnerungen. Laut meinen Erinnerungen. Okay, folgen wir ihm. Der sollte doch zum Ausgang gehen, oder nicht? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ich glaube, okay, doch. Ich glaube, es war eine andere Ruine, die ich im Kopf habe. Den Ausgang. Denn hier geht's ja nicht weiter. Okay, es war eine andere Ruine, die ich im Kopf hatte. Alles klar. Ja, es war nicht hier. Gut. Befreien wir Eldrick und dann gehen wir. Wir sind hier fertig. So, haben das Gefängnis gestürmt. Alle Wächter getötet, die Insassen befreit. Bis auf einen. Okay, ich glaube, der ist hier hingegangen. Tja. Mal schauen, ob wir den wiedersehen, den Dog. Wäre schön. Ein Ogre als Freund haben. Das wäre echt cool. Okay, Eldrick, du bist frei. Jetzt bist du frei. So. War auch bestimmt verzweifelt. Er hat uns gesehen, wir haben ihn gesehen, aber wir sind wieder gegangen. Das war bestimmt schrecklich für ihn. So, aber jetzt bin ich da. Endlich. Ich hatte schon gedacht, ich komme hier nie wieder raus. Ich bin Eldrick. Die meisten nennen mich Eldrick, den Druiden. Und? Bist du ein Druide? Ich bin, wer ich bin. Mir ist egal, wie die Leute mich nennen. Solange sie mich in Ruhe lassen. Aber wer bist du? Ich bin ein Namenloser. Ich bin ein Schiffsbrüchiger. Dann hat das Schicksal wohl noch etwas vor mit dir. Was meinst du damit? Nichts geschieht aus Zufall. Es gibt einen Grund, warum du gerettet wurdest.
Die Welt hat einen Plan und du bist ein kleiner Baustein davon. Du kannst dich nicht dagegen wehren. Also, warum bist du hier? Na, das stimmt. Stimmt. Hier, ich habe deinen Stab gefunden. Danke. Ich habe ihn beim Kampf gegen diese Echsen verloren. Ernsthaft? Warte. Ich habe zwar nicht viel, was ich dir geben kann, aber vielleicht kannst du dieses Amulett gebrauchen. Okay, du hast ihn beim Kampf gegen die Echsenmänner verloren. Die Echsenmenschen. Aber der Stab selber, der war an einem Stein angelehnt oder irgendwie so. Weit weg vom Kampf. Und da hast du ihn irgendwie verloren. Das macht auch keinen Sinn. Denn der, ja, war in die Erde drin, reingesteckt und aufrecht an einem Stein, weit weg vom Kampf. Ach, keine Ahnung, nicht hinterfragen. Du musst mir helfen, ein magisches Artefakt zu reparieren. Was für ein Artefakt? Eine goldene Scheibe mit einem Kristall. Der Kristall scheint irgendwie kraftlos zu sein. Hast du die Scheibe dabei? Nein, Meister Cyrus hat sie. Ein Magier? Nein, mit Magiern arbeite ich nicht zusammen. Wenn ich die Scheibe reparieren soll, dann machen wir beide das. Also, hol die Scheibe und schick den Magier weg. Dann gehen wir zu meiner Hütte. Okay, ich glaube, er hat nicht gecheckt, dass ich auch Magier bin. Aber das ist gut. Muss er nicht wissen. Gut für uns. Hier. Ich brauche die Scheibe. Wieso? Eldric will nicht, dass du bei dem Ritual dabei bist. Was? Kommt gar nicht in Frage. Willst du das dem Inquisitor erklären? Nein. Also gut, hier ist die Scheibe. Ich werde mich hier noch ein bisschen umsehen und dann zur Festung zurückkehren. Ja, mach das. Okay, ist einverstanden. Na, hör auf zu rauchen. Ich habe die Scheibe. Gut, dann sollten wir von hier verschwinden. Lass uns zu meiner Hütte gehen, dann können wir über alles reden. Wir wissen nicht, ob es hier noch mehr von diesen Echsenmenschen gibt. Na stimmt, aber ich glaube nicht. Was weißt du über die Echsenmenschen? Sie beherrschten einst die Welt, aber das ist lange her, sehr lange. Ich habe keine Ahnung, woher die kommen. Aber es muss etwas mit den Ruinen zu tun haben. Meinst du, es gibt noch mehr von ihnen? Wer weiß? Wer hätte vor 10 Jahren gesagt, dass die Götter verschwinden und die Titanen zurückkehren? Die Vergangenheit erhebt Anspruch auf die Zukunft. Und die Echsenmenschen sind Teil der Vergangenheit. Ja, die waren ganz tief in den Ruinen, im Untergrund, bis die Ruinen hervorgebracht wurden und dadurch auch die Echsenmenschen. So kamen die wieder auf die Welt. Lass uns zu deiner Hütte gehen. Folge mir. Nee, folge dir. Dann mal los. Okay, zum Glück merkt er nicht, dass wir auch ein Magier sind. Zwar noch kein vollwertiger Magier, aber trotzdem ein halber Magier, der bald aufsteigt, sobald wir die Scheiben abgegeben haben, hoffentlich. Wäre besser für den Inquisitor, dass er uns eine Beförderung gibt. Ansonsten gibt es Klatsche. Tschüss, Cyrus, mach's gut. Pass auf dich auf. So. Okay, aber der Druidenstab sieht echt seltsam aus. Warum ist dieser Schädel da wichtig? Ach, ernsthaft, du gehst... toll, ein Druide, der Natur liebt, aber wasserscheu ist. Alles klar, jetzt haben wir alles gesehen. So, ich geh schon seitwärts. Da bin ich fast schneller als du. Und da habe ich einen Stab gefunden. Weit weg vom Kampf. So, und... Hui, nein, nicht... Toll. Jetzt hat der Lake alles versaut. So ein epischer Moment. So, da sind wir. Hier können wir über alles reden. Ja, gut. Beherrschst du Magie? Magie ist eine der ältesten Kräfte, die es auf dieser Welt gibt. Man kann sie genauso wenig beherrschen wie den Himmel oder das Meer. Aber man kann lernen, sie zu nutzen. Kannst du sie nutzen? Ich weiß, wie man ihre Kraft formen und lenken kann.
Okay, interessant. Tja, na, muss auch als Druide ein bisschen was drauf haben. Warum bist du nicht in der Stadt? Weil ich hier hingehöre. Hier habe ich mein ganzes Leben verbracht. Aber hier draußen ist es nicht sicher. Es gibt keine Sicherheit. Egal, ob in der Stadt oder in der Wildnis. Hier draußen bin ich wenigstens für mich alleine verantwortlich. Na, stimmt. Na, da hat er recht. Denn wie in der Stadt, wenn da so viele verantwortlich sind auf die anderen, dann kann das nur schief gehen. Kannst du diese Scheibe reparieren? Lass mal sehen. Sie ist alt. Eine ungewöhnliche Verbindung von Metall und Kristall. Aber der Kristall ist glanzlos. Seine Kraft ist erloschen. Kann man das reparieren? Ich kann versuchen, den Kristall zu heilen. Erst dann kann man ihm seine Magie zurückgeben. Wofür brauchst du die Scheibe? Ich will die Insel retten, das stimmt. Na, sagen wir die Wahrheit. Der Inquisitor will ein Tor in den Vulkan öffnen. Und was erhofft er sich dort zu finden? Eine Waffe gegen das Böse. Die Scheibe ist ein Schlüssel zum Tor. Verstehe. Ich hoffe, der Inquisitor weiß, was er tut. Die Sache mit den Echsenmenschen gefällt mir nicht. Aber eins nach dem anderen. Kümmern wir uns erstmal weiter um die Scheibe. Machen wir das gleich. Ja, denn das hier mit dem Tor öffnen, da drin könnte alles Mögliche lauern. Und ja, wir könnten da auch etwas Böses befreien. Das wäre hier nicht so toll. Ist alles möglich, okay, und ich muss vorher noch was anderes tun. So. Bevor wir jetzt den Kristall heilen, also die Scheibe heilen, muss ich noch kurz zur Vulkanfestung zurück. Aus einem bestimmten Grund. Denn ich will vorher noch die letzten zwei Dinger lernen. Und ja, sobald wir die fünfte Scheibe in der Hand haben, passiert dann gleich etwas hier und ich habe dann Angst, dass wir es deswegen nicht mehr lernen können. Deswegen mache ich es jetzt schnell. Dann hätten wir das schon mal. So, Meister Vitus. Wir haben das jetzt endlich vollständig gelernt. Wir sind fertig. Was kannst du mir beibringen? So. Lehre mich dein Wissen über das magische Geschoss. Die Macht des Schadens ist stark. Lass die pure Energie deiner Geschosse ihr Werk tun. Halte Abstand und sieh zu, dass auch deine magische Kraft groß ist. Dann wird dich niemand besiegen können. Alles klar. Und Geschoss Nummer 10. Wir hören sich um 100%. Lehre mich dein Wissen über das magische Geschoss. Nun ist es soweit. Du hast dein Wissen über den Kristall gemeistert. Nicht ich und niemand sonst kann dir noch etwas darüber beibringen. Du bist ein wahrer Meister des magischen Geschosses. Geil. So, jetzt sind wir ein magisches Geschoss. Wir können magische Geschosse nutzen, vollständig. Perfekt. Wir sind der Beste. Okay, dann würde als nächstes, wie gesagt, erstmal Schwertkampf kommen. Denn es interessiert mich schon. Oder soll ich zuerst schmieden? Denn es dauert nicht mehr lange, bis wir das Spiel durch haben. Tja, kann ich schon mal sagen. Denn sobald wir die Scheibe haben, haben wir schon etwas über der Hälfte. Und ja, die letzte Hälfte geht dann schnell um. Tja, weil wir kaum noch etwas zu machen haben hier. Außer direkt die Story. Denn wir haben ja schon die gesamte Insel hier. Na gut, fast. Bis auf einen Ort. Gesäubert. Das heißt, wir hätten wie gesagt nur noch die Story-Quest und so zu tun. Und das geht schnell. Naja, bis jetzt mal wieder zurück zum Druiden und dann, was war das jetzt hier? Nordost-Tempel? Nee. Ost-Tempel, Ostküste. Das müsste es sein. Ah, genau. Bei denen, okay. Direkt bei deren Hütte, alles klar. So, ich würde dann hier eine Aufnahmepause machen. So, ich habe jetzt schon 5 Stunden aufgenommen und
Ah, das verbraucht sehr viel Speicher und ich habe nicht mehr so viel. Da mache ich jetzt sicherheitshalber eine Pause hier. Nicht, dass es jetzt noch weiter aufnimmt, obwohl ich keinen Platz habe und dann geht die restliche Aufnahme verloren, das wäre nicht schön. So, okay, und wir hätten hier diesen Weg da oben noch zu säubern und das war's. Dann hätten wir die gesamte Insel gesäubert. Gut, na dann bis zum nächsten Mal. Ciao. So, na der wartet schon. Ja, wir kommen zurück zu Riesen. Machen wir weiter hier mit dem Reparieren und so. Mal schauen, was er geplant hat. Wie kann man den Kristall heilen? Der Kristall muss sich selbst heilen. Diesen Prozess muss man unterstützen. Wie? Am einfachsten ist es, wenn wir die magische Aura eines anderen Kristalls auf ihn übergehen lassen. Dazu brauchen wir einen magisch aktiven Kristall. Okay. Ich will aber keins opfern von meinen Kristallen. Wo bekomme ich einen magisch aktiven Kristall? Die Magier aus der Vulkanfestung verwenden magische Kristalle, um Magie zu wirken. Davon brauche ich einen. Allerdings wird er bei dem Ritual seine Kraft verlieren. Das ist nicht dein Ernst. Ich soll jetzt nochmal in die Vulkanfestung latschen? Nein, ich habe einen Kristall in meiner Hütte, in der Truhe. Hier ist der Schlüssel. Ach, okay, alles klar. Und ich soll ihn jetzt holen. Obwohl du direkt daneben stehst. Davor. Okay. Aber gut, hat der einen. Da muss ich, ja. Warte. Erstmal holen. Ich will keinen von meinen verschwenden hier. Vergiss es. Magischen Geschoss. Und das soll ich hier verwenden. Okay, interessant. Wir haben zwei. Schön. Die behalte ich. Tschüss. Scheiß auf den Rest. Ist mir doch egal, was hier passiert mit der Insel und so. Tja. Aber gut, andererseits kommen wir hier nie weg. Wir müssen das machen. Die Welt retten. Vielleicht bekommt man dann irgendwie die Möglichkeit, von der Insel zu fliehen. So, hier. Ich habe einen von den Kristallen, die du wolltest. Gut, aber denke daran, er wird bei dem Ritual seine Magie verlieren. Wenn du ihn noch anderweitig brauchst, solltest du nochmal losgehen. Nochmal losgehen? Ja, nö. Hier, ein Magiekristall. Hier hast du einen Magiekristall. Sehr gut. Die Magie dieses Kristalls wird uns helfen, die beschädigte Scheibe zu heilen. Okay, alles klar. Dann machen wir das. Wie geben wir dem Kristall seine Magie wieder? Dazu bedarf es eines alten Rituals an einem besonderen Ort. Worauf warten wir dann noch? Bevor wir damit anfangen, muss ich ein paar Dinge mit dir besprechen. Okay, was denn? Was gibt es so Wichtiges zu bereden? Du hast mir das Leben gerettet und ich stehe in deiner Schuld. Deshalb werde ich dir helfen. Aber du lässt dich mit Kräften ein, die du womöglich nicht verstehst. Die niemand von uns wirklich versteht. Bevor du etwas Unbedachtes tust, möchte ich, dass du zu mir zurückkehrst und berichtest. Okay, das kann ich machen. Ich werde dir berichten. Gut, du musst so viel wie möglich in Erfahrung bringen. Niemand baut ein Tor einfach nur so. Dort drinnen ist etwas. Was vermutest du? Wenn ich vermuten würde, wäre ich nicht besser als der Inquisitor. Ich will wissen, was da unten ist. Finde heraus, was das Tor beschützen soll und komm zu mir zurück. Es muss dort Aufzeichnungen geben. Die musst du finden und studieren. Okay. Aber wenn ich das mache, ist es dann nicht zu spät? Wenn ich da reingehe, das Tor öffne, da reingehe und nachschaue, was da drin ist. Dann ist es doch schon zu spät. Und das, was da drinnen ist, könnte entkommen. Irgendwie. Lass uns den Kristall aufladen. Gut, aber das können wir nicht hier machen. Folge mir. Na, ich ahne schon wo. Ja, das wird hier ein bisschen, naja. Na, mal schauen, was da passiert. Was wirklich da drin ist. Wir können auch später berichten. Falls wir die Zeit dazu haben, ist auch noch die Sache. So, denn wir sind sehr beschäftigt. So, sehr beschäftigt. Ja, und das ist dieser Ort hier. Macht Sinn. Halt. Was ist das hier für ein Ort? Das ist ein Platz von großer magischer Macht. Ui. Lass uns mit dem Ritual beginnen. Okay, und was soll ich machen? Dämlich umstehen.
Es ist vollbracht. Und? Was ist mit der Scheibe? Hier, sie selbst. Sie ist wie neu. Danke. Dann werde ich die Scheibe zum Inquisitor bringen. Tu das, aber vergiss nicht, was du mir versprochen hast. Sei besonnen und berichte mir, bevor du eine folgenschwere Entscheidung triffst. Viel Glück. Folgenschwere Entscheidung, okay. Ja, mal schauen, aber das könnte dann doch schon zu spät sein. Falls ich da drinnen die Entscheidung fällen muss direkt. Okay, aber von Versprechen habe ich nichts gesagt. Aber naja, gut, okay, wir haben alle Scheiben. Das heißt, wir können direkt zum Inquisitor und dann geht's los. Dann können wir das Tor öffnen. Jetzt schon. Ja, ich würde sagen, wir sind bereit. Wir haben genug Mana-Tränke, Heilung haben wir auch, wir haben Magie, wir haben alles. Wir können direkt loslegen. So. Ach, fuck, ich hab was vergessen.